Hallo und herzlich willkommen zum neuen Top 5 dieser Woche der Texture Packs 64x64. Heute stellen wir euch wieder unsere Top 5 vor und ich wünsche euch jetzt ohne viel Geschwafel viel Spaß beim Angucken. Bis nachher! Platz 5 belegt diese Woche Overcraft. Es orientiert sich sehr an dem Default Texture Pack. Die Konturen wirken aber schärfer, insgesamt aber stark weich gezeichnet. Die Details halten sich in Grenzen. Doch für Anhänger der klassischen Texturen auf jeden Fall einen Blick wert. Platz 4 geht diese Woche an Doomcraft. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist das Texture Pack thematisch an Doom angepasst. Schöne detailreiche Texturen mit einigen Easter Eggs mischen sich mit den dunklen Baumtexturen. Diese wirken schon fast schwarz, das ist ein großer Negativpunkt meiner Meinung nach. Doch insgesamt ein sehr schönes Texture Pack, besonders geeignet für Adventure Maps. Auf Platz 3 finden wir Isolation. Das Texture Pack ist etwas endzeitmäßig angelehnt. Sehr düster, aber thematisch passend. Wer wollte nicht schon mal den eigenen Survival Horror nachbauen? Lichtquellen werfen nur wenig Licht, nachts ist es fast stockdunkel. Ausgefallen und innovativ. Empfehlenswert. Platz 2 belegt Bromley Massive Pack. Insgesamt wirkt es sehr hell mit feinen Konturen. Die Stärken liegen ganz klar bei Holztexturen. Besonders kleine Dörfer mit Holzbauten sehen sehr ansehnlich aus. Thematisch ganz klar an Mittelalter und Fantasy orientiert, kann es bei uns weit oben punkten. Platz 1 geht an meine Kraft. Die Texturen von Honeyball sind wohl mitunter die bekanntesten, aber auch die schönsten. Feine Konturen und Details. Die Umgebung wird gut beleuchtet und hell. Eine große Besonderheit, es gibt nicht nur ein aktuelles Texture Pack, sondern 10 verschiedene. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei. Thematisch über Halloween und Weihnachten, über Mittelalter und asiatisch findet jeder dort sein passendes Texture Pack. Damit geht der verdiente Platz 1 diese Woche an meine Kraft. Ja, das waren sie, unsere Top 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir würden uns über euer Feedback freuen. Bis dahin, bis demnächst, euer Kabasch.